Meine Leute, Serplin hier. Heute geht's mal was, das nicht persönlich zwar nicht abfuckt, aber es nervt einfach, wenn man Content schaut auf YouTube. Und zwar, wenn Leute in ihren Gameplays campen. Das ist jetzt nicht darauf bezogen, dass man sich mal zwei Sekunden in seine Wand klemmt, um mal kurz die Regeneration zu aktivieren. Das ist natürlich verständlich, da habe ich auch nichts gegen. Das ist einfach auf einem Level normal. Aber was ich dann nicht mag, ist, wenn man, nun ja, einfach durchgehend in einem Spot bleibt, für die gesamte Runde, einfach nur um seinen eigenen Jäger abzukämpfen und dann halt irgendwie damit zu protzen, dass man ja einen Nuke oder was auch immer es heutzutage ist, ins Video gequetscht hat. So, das fühlt sich einfach dann nicht gut an als Zuschauer. Ich möchte als Zuschauer Action sehen. Ich möchte, dass tatsächlich der Typ sich vielleicht mal nicht die gesamte Zeit des Videos einfach nur an den Boden kämpft, sondern dass er sich bewegt. Ich will schnelle Action sehen. Ich will was ich mir anschauen möchte. Ich möchte ein halbwegs gutes Gameplay sehen. Na klar, da könnte man auf der einen Seite Bots spielen, mache ich ja auch zum Teil, was man auch sieht in, glaube ich, ein oder zwei Mal Videos. Und das ist auch mit das Beste, wie man es machen kann, wenn man nicht so gut ist. Das habe ich nichts gegen. Aber wenn man sich dann einfach in einem Public Match irgendwo hinlegt und verrottet, bis mal ein Typ kommt, den man einfach tötet sofort, dann ist das kein gutes Gameplay. So, ich werde jetzt keine Namen nennen, einfach weil macht man nicht. Aber ich finde, sowas ist halt mit schon Abfuck. Und ich möchte halt auch was Spannendes sehen als Zuschauer. Das ist vielleicht für jemanden, der noch nie irgendwie so dolle Commentaries geschaut hat, nicht so verständlich, aber naja. Es ist halt einfach unangenehm, wenn dein Lieblings-YouTuber, Streamer, was weiß ich, einfach nur die ganze Zeit im Boden liegt. So, du möchtest ja was sehen. Naja, das war auch jetzt so ziemlich alles, was ich sagen konnte. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie noch das noch weiter strecken, dann bleibt toxisch. Disliked mich, deabonniert mich, entbemit die fucking Glocke und funktioniert!